Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge PlayerUnknown's Battlegrounds. Da hören wir schon unsere Gegenspieler. Und ich hoffe, dass ich mich jetzt besser schlagen werde als in der ersten Folge, was ja das Austesten war. Singt er gerade Donald Trump? Alter Vater. Ach, ich liebe Online-Spiele. Ja, da hat man immer was zu lachen. Okay. Gehen wir mal da in die Stadt. Da ist die Chance halt nicht allzu hoch, dass ich die Erste bin, der stirbt. Hatte ich ja auch in der letzten Folge einmal probiert, ohne Erfolg. Ich hatte eine Schrotflinte, der kommt um die Ecke mit der AKM und ich bin direkt tot. Auch nicht schlecht. Ich würde ganz gerne mal so eine Damage-Anzeige hier haben. Welche Waffe denn welchen Damage macht. Kriege ich das Haus? Ne, das kriege ich nicht, oder? Mal so. Komm, jetzt lande. Lande. Man kann auch springen in dem Spiel, habe ich gerade gemerkt, in der Aufwärmphase. Okay, eine Brechstange finde ich schon mal gut. Handschuhe finde ich gut. Einen Rucksack finde ich gut. Okay, das ist okay. Der Benzinkanister bringt mir wahrscheinlich gar nichts. Was liegt da? Auch nichts. Okay. Da liegt eine Kampfhose. Ein E. Ein E ist immer gut. Im Krieg braucht man das. Da ist eine UMP. Mit ganz viel Munition, oder? Oh ja. Oh ja, Bitch. So, ich werde jetzt erstmal die Uhr... Na? Rüste die Waffe aus. Einzeln. Kann ich das ändern? Fuck. Einstellungen, Steuerung. Wie ändere ich den Feuermodus? Kampfbereit, nach links feuern, zielen, nachladen, springen, Hocke umschalten, Prone umschalten, Waffe 1, Waffe 2, Feuermodus, umschalten mit B. Auto, alles klar, jetzt gibt Action. Okay, ich habe eine Waffe, das ist schon mal Ziel erreicht, ja? Erstes Ziel ist erreicht, zweites Ziel ist 2 Kills mit der Waffe. Das ist, glaube ich, eine... Oder soll ich auf einzeln lassen? Das ist eigentlich besser, ne? Das ist eigentlich klug. Einzeln ist immer besser in solchen Spielen. Kurz rausluken und wieder reingehen. Vielleicht... Moment, hat das Haus einen ersten Stock? Hat das Haus einen ersten Stock? Gucken wir uns mal noch genauer um hier. Das wäre natürlich blöd, wenn mit der Schrotflinte einer um die Ecke kommt. Da mache ich natürlich gar nichts. Ich kann die andere Waffe noch laden für den Notfall. Falls ich die 30 Schuss nicht ausreichen sollten, um den Gegner zu töten, der auf mich trifft. Was ich nicht glaube. Ich glaube, ein guter Treffer, das war's. Kann man ein bisschen rausgucken. Ich glaube nicht, dass in der Stadt... Also, es werden bestimmt welche in der Stadt sein. Klar. Aber wahrscheinlich nicht so viele, wie ich jetzt denke. Ha. Das Problem ist aber... Die Maus ist ein bisschen empfindlich. So ist eigentlich viel angenehmer zum Zielen. Da tue ich mich leichter. Die Maus schön langsam ist. Es ist natürlich blöd, wenn die Leute um die Ecke kommen und ja, ich muss erst 2 Meter zielen, bevor ich überhaupt auf den drauf bin. Also ich glaube, hier ist langweilig. Hier ist langweilig, Leute. Ich gehe jetzt raus hier, werde sterben. Oh Gott, jetzt muss ich ja richtig die Maus verreißen, damit ich hier um die Ecke gucken kann, ey. Ich habe ein bisschen Angst, dass in irgendeinem Haus einer hockt und mich einfach wegmacht, weißt du? Das ist halt... Da muss ich leider mit rechnen in solchen Spielen. Ich weiß auch jetzt nicht, was nach Ablauf der... Die rote Zone hat begonnen. Was? Die rote Zone? Wo bin ich denn? Bei B8 und K1. Was? K1. Oh. Ich glaube, ich muss in diese Richtung laufen. Hör ich da ein Flugzeug? Erinnert mich irgendwie ein bisschen an H1Z1 jetzt gerade. Ah ja.
Da ist tatsächlich ein Flugzeug. Okay, ich laufe mal nach Norden. Ich weiß halt nicht, was passiert. Ich weiß auch nicht ganz genau, wo ich bin, ehrlich gesagt. Ich sehe mich. Ah, ich sehe mich auf der Map tatsächlich sogar. Okay, da muss ich aber. Da. Darunter. Mitten in die Stadt rein. Gefällt mir. Action. Die Frage ist, wie verläuft der Kampf? Das ist immer so die Sache in diesen Spielen. Man hat eigentlich gewonnen, sobald man den Gegner zuerst sieht. Aber das hat man in der letzten Folge ganz gut gesehen. Manchmal auch nicht. Weil ich glaube, er hat mich nicht zuerst gesehen. Das halte ich für recht unwahrscheinlich. Ha. Okay, die Brücke ist nice. Komme ich da irgendwie anders rüber? Da hinten vielleicht? 65 Leute leben noch. Das ist ein Haufen. Boah, ich glaube. Boah, das können die. Ey, ich könnte draufgehen jetzt wegen. Ho! Hau ab! Lass mich in Ruhe. Ich weiß auch nicht genau, wie die Entfernungskalibrierung ist. Also die Entfernungskalibrierung ist 100 Meter. Kann man schwimmen in dem Spiel? Probieren wir es aus. Okay. Es schwimmt. Das ist gut. Wenn er jetzt natürlich ankommt, bin ich tot. Ich muss da weg. So ziemlich nubig von ihm, dass er mich nicht getroffen hat. Ich glaube aber, ich habe ihn auch nicht erwischt. Ich habe keinen Blutspritzer gesehen. So, laden wir mal nach. Okay, ich behalte jede Kugel. Nicht so wie in den früheren Battlefield-Teilen. Muss jetzt mal noch ganz kurz auf die Karte gucken, ob ich denn sicher bin. Nein, bin ich nicht. Natürlich nicht. Warum denn auch? Da vorne ist ein Eingang. Jeder versucht natürlich auch jetzt in die Zone zu kommen. Da hinten läuft einer. Da. Ich schau mal, ob ich den vielleicht abfangen kann. Wenn ich mich hinter den Containern hier verstecke. Die UMP ist ganz gut, glaube ich. Ist jetzt nicht die beste Distanzwaffe, klar. Ich bräuchte einen Sniper. Mit achtfach Zielfernrohr. Ich habe in den Einstellungen gesehen, dass es das gibt. So, mal gucken. Müsste eigentlich hier kommen, oder? Ja. Ich bin gerade verwirrt. Ich bin nicht safe. Muss ich in die rote Zone? Da hinten läuft auch einer. Hier laufen so viele rum, aber ich habe die falsche Waffe. Aha. Das war ein Treffer. Das war ein Kill. Okay. Ist gar nicht so einfach. Wenn man mal die Entfernung raus hat, geht's. Okay, Kill confirmed, ist doch mega geil. Blinkt immer noch ein Ausrufezeichen unten rechts. Ich glaube, ich bin noch nicht safe. Obwohl ich mich eigentlich schon in der Zone befinde, oder? Moment mal. Mal kurz hier hinlegen. Leg dich hin. Leg dich hin, Kollege. Was markiert die rote Zone? Also, das ist klar. Der blaue Kreis schließt sich. Wer da drin steht, ist tot. So viel habe ich verstanden. Das ist ähnlich wie in HNZ1. Aber. Was heißt der rote Kreis?
Kollege. So nicht. Okay, Ziel 2 ist erreicht. 2 Kills habe ich gemacht. Jetzt kann ich in Ruhe sterben eigentlich. Okay, ist hier vielleicht noch eine geile Waffe drin? Muni brauche ich eigentlich noch nicht. Das Problem ist, wie gut ist jetzt die Schussortung der anderen Spieler? Also ich würde hören, wovon der Schuss kommt. Die Frage ist, hören die anderen das? Haben die Headsets dazu? Wahrscheinlich. Boah, ich habe richtig Schiss gerade, ne? Jetzt will ich mal wissen, hatte der eine Waffe? Ein Schalldämpfer. Kann ich den... Nein, nein, ich will den da oben drauf machen. Ich will den auf die UMP machen. Hallo, mach den Schalldämpfer auf die UMP. Schalldämpfer. Oh, okay. Ich nehme einfach... Die ganze Muni nehme ich natürlich. Ich höre Schüsse. Ich will mich kurz hierauf konzentrieren. Die Polizeiweste will ich. Ja, nimm die Weste, Junge. Ein taktisches Lager. Kann ich das anbauen? Nee, kann ich auch nicht machen. Ein Rotpunktvisier. Oh ja. Und jetzt irgendwie höre ich gerade... Alter. Okay, das kommt von da vorne. Okay, ist das... Na! Oh, da habe ich schlecht geschossen. M16A4 hatte der. Okay, das ist nice. Okay, ich habe immerhin 2 Kills gemacht. Den habe ich noch angehittet. Ich hätte ihn eigentlich... Ja, ich hätte ihn eigentlich haben müssen. Wenn ich auf Auto geschaltet hätte, dann hätte ich ihn wahrscheinlich gehabt. Okay. Ich würde sagen, das reicht für eine Folge. Die Runde war lang genug. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Battlegrounds. Ciao.